Hamburg ist ein traditionell starker Medienstandort immer schon gewesen. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg als die Verlagsstadt in Deutschland etabliert worden, haben starke Fernsehsender hier, starke Radiosender hier und sind immer wieder, auch wenn neue Geschäftsfelder entstanden sind, vorne mit dabei gewesen. Das gilt für das Agenturgeschäft, im Bereich, wo wir mittlerweile viele der bedeutendsten Kreativagenturen Deutschlands hier haben und auch viele neue Technologieunternehmen, die Headquarters von Google, von Facebook, von Xing, von Twitter und anderen, sitzen hier in der Stadt. Snap nicht zu vergessen, als eine der Jüngeren, die dazugekommen sind. Und das ist immer wieder viel Bewegung. Und das Besondere an Hamburg ist, dass wir auf allen Feldern stark sind und dann die Synergien zwischen den verschiedenen Feldern nutzen können und deswegen besonders gut sind, wenn es um Innovationsprozesse zwischen den verschiedenen Feldern geht. Also deswegen kann hier eine Games-Industrie entstehen, weil sie audiovisuelles Erzählen und Technologiekompetenz zusammenbringt. Und das gilt für viele andere Bereiche auch. Und da ist es nur verständlich, dass dann eine Stadt, die noch so schön ist, in der es sich so gut leben lässt, dann auch die Stadt ist, bei der Media Worker sagen, da will ich hin, weil ich hier plausibel mein Leben verbringen kann und auch hier alt werden kann und immer was mit Medien mache.